von Prüfung gesprochen und wir wollen in diesem Zusammenhang auch mal eine Banknote prüfen. Und zwar den US-Dollar, ein ganz normaler US-Dollar-Schein, herausgegeben seinerzeit von Franklin Roosevelt in den 1930er Jahren. Es gibt ein ganzes Buch, was sich mit den geheimen Symbolen auf diesem Dollar befasst. Wir haben beispielsweise eben hier diese 13 Stufen in der Pyramide. Wir haben dieses Auge oben in der Pyramide. Wir haben da eine seltsame Überschrift und auch einen Spruch auf Lateinisch darunter. Da werden wir gleich noch drüber reden. Wenn man diese Sterne hier, diese einzelnen Pentagramme, die wiederum auch ein bestimmtes Symbol im Freimaurertum sind, miteinander verbindet, dann erkennt man, dass man auf einen Judenstern kommt, beispielsweise auf den Davidstern. Wir haben 13 Pfeile, 13 Blätter, 13 Schwanzfedern, also wir haben überall eine sehr interessante Symbolik auf diesem Dollar. Die 13 auch jüdische Glückszahl, Zahlen der Transformation, der Wiedergeburt, auch der Adler, den es vielleicht darstellen soll, aber der auf der anderen Seite symbolisch auch den Phönix aus der Asche darstellen soll. Die Pyramide finden wir vielfach im Freimaurertum. Sie ist praktisch das Symbol des angestrebten Welttempels in der Freimaurerei. Überall, hier auf diesen Freimaurerschurz oder auf diesen Decken und so weiter, finden wir immer wieder überall diese Pyramide mit dem Auge. Hier oben auch sehr schön zu sehen. Wir sehen hier auch interessant, wenn man das Weiße Haus in Amerika sich vorstellt, von der Bauweise in ganz ähnlicher Weise, das sieht das Weiße Haus beispielsweise in Amerika aus. Ja, dieser Satz, Anuit Coeptis, lateinisch heißt übersetzt, unser Unternehmen wird von Erfolg gekrönt, und darunter der Spruch, Novus Ordo Seclorum, eine neue Weltordnung. Und ganz interessant, über dem Adler oder Phönix können wir noch lesen, E pluribus unum, aus vielen eins machen. Es soll also aus vielen eins gemacht werden, deshalb auch diese große One, One World, eine Welt, die große Eins, der ein Dollar. Und interessant auch, wir kennen alle diesen Spruch, In God We Trust, der Amerikaner. Dieser Spruch war bereits Wahlspruch bei der englischen Großlogengründung im 18. Jahrhundert. Also wir sehen, wir vertrauen in Gott. Wir werden aber noch prüfen und feststellen, welcher Gott es ist, dem die Freimaurer vertrauen, und welcher Gott es offensichtlich auch ist, dem ein Teil zumindest der Amerikaner vertraut.